Hallo Leute, und hier bin ich wieder bei einer neuen Map und da wollte ich gleich eine Aufnahme machen. Und ich habe meine Weapon-Sachen ein bisschen gepimpt, aber ich will hier gleich beginnen. Es hat ein bisschen lang gedauert und es ist auch ein total neuen Game Mode und ich habe keine Ahnung, was hier läuft. Shit. Also, boah, was laut auf einem Ohr. Also wie das so läuft, wie ich das verstanden habe, gibt es vier Flaggen oder sowas in der Art. Kann ich hier eigentlich jetzt runterklappen oder was? Ich glaube, das Ding wäre eigentlich so ein Doppelvisier, das man runterklappen könnte, aber ich habe halt keine Ahnung. Also wie das so läuft, man muss die Punkte hier muss man aktivieren und behalten, damit man mehr Punkte bekommt. Und die, wow, ich habe noch keine Ahnung von der Map, Leute. Ich spiele die wirklich gerade zum ersten Mal. Und also ich werde mich jetzt hier ein bisschen noobhaftig benehmen. Oh, hier kann ich runter. Hier kann ich rüber. Okay, und dann gibt es in der Mitte diese Flagge hier. Und die muss man einnehmen und zu den eigenen Punkten bringen. Und natürlich, je mehr Punkte man hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass man die Flagge erobern kann. Und dafür sind auch diese Minen hier praktisch zum Verteidigen von Punkten. Also, ja, ich kenne die Map noch überhaupt nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das hier so läuft. Komm schon. Und ja, ich habe gehört, Sniper seien auch gut auf der Map. Yeah. Flagge einnehmen. Los, du schaffst es, Kumpel. Oh, ich hab die. Nee? Doch, 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 doch. Warte, kann man jetzt Zeit leisten? Sprinten mit der Flagge? Das konnte man früher gar nicht. Und was ich auch noch habe, wie ihr seht, ich habe hier das neue Visier. Und ich habe hier eine geile Knarre. Und eine Stinkgranate. Kann ich jetzt hier nicht die Granate? Ah, doch. Glück gehabt. Konnte die Flagge gerade noch reinbringen. Okay, aber was ich noch gerne rausfinden würde, ist, wie man das Dingsbumsi hier runterklappen kann. Irgendwie. Nee, so nicht. X, Z. Control. Nee, das ist ducken. Tabben. Ja, die Waffe ist auf jeden Fall auch. Also die Waffe ist immer noch die Burstfire. Ich habe jetzt noch keine Folge mit der SMG gemacht. Tut mir leid, aber Scheiß. Wir haben gerade gewonnen. Eigentlich sollte das eine Freude sein, aber ja. Ich will euch noch ein bisschen mehr von der Map zeigen. Deshalb werden wir jetzt gleich auch aussteigen. Nee, ich werde jetzt keinen Cut machen. Okay. Leaving the match. Full. Und da gibt es auch 50% mehr GP. Jawohl. Warte. Doch, 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 das ist die. Gut, dann wenn. Ah, cool, das ist cool, das ist cool. Jetzt kann ich auch gleich fragen. How do you. Wie sagt man das? How do you change the weather thingy when you have the double scope? Oder so. Go, so. Oh, vielleicht antwortet mir noch jemand, aber ich bezweifle es. Double. Ja, tolle Fehler. Egal, also wir werden es einfach so versuchen mit Long Range. Aber es muss doch einen Weg geben. Ich habe noch keine Ahnung von den Maps, das ist deprimierend.
Also, das schaffen wir. Punkt einnehmen. Also mit der Toxic Grenade. Die werde ich jetzt ausprobieren. Ich weiß nicht, von wo das ich schießen soll. Ah, doch, ich kann dort wahrscheinlich oben rein. Ja, ich kann hier oben rein schießen. Hihi. Habe ich jemanden erwischt? No, dann. Scheiße. Der hat eine Machete. Das finde ich nicht nett. Ich denke, es hat noch niemand zum Dingensbumsen geschrieben. Zu meinem Kommentar. Ne, zu meiner Frage. Ja, ich werde das noch rausfinden, weil das Visier hier ist irgendwie geil. Also, Punkt einnehmen. Ist da jemand? Da sind zwei. Uah! Noch eine. Boah, Jungs. Nee, der Junge war zu gut. Eine Maschinenpistole. Die werde ich euch auf alle Fälle auch noch mal zeigen. Eines Tages zeigen. Ach ja, was ich euch noch zeigen wollte, war das da hier. Yeah. Sinnlos, ich weiß. Aber tolle Sache. Eine Sniperpistole. Ist doch cool. Da ist jemand. Ach, scheiße. Die Sniper habe ich leider nicht mehr. Die ist mir abgelaufen, sozusagen. Ich will jemanden snipen mit der Pistole. Also, ich werde hier auf alle Fälle noch keinen guten Score haben, da ich die Map noch nicht kenne. Da war jemand. Ich glaube, ich habe ihn getötet. Vielleicht. Also, auf alle Fälle, das ist nur so ein Gag, den ich da gehabt habe. Aber ich denke, wir sind am Verlieren. Und zwar deftig. Also, wir müssen einen Punkt einnehmen. Dringend einen Punkt einnehmen. Und zwar D. Den holen wir uns. Ja, wie das läuft, je mehr Punkte man hat, desto mehr Chancen hat man natürlich etwas einzunehmen. Dieses Visier ist echt gut. Also das Scope meine ich, weil man hat Long Range und es hüpft nicht mal zu sehr. Nur ein bisschen. Okay, da ist niemand. Oder das hat es mir nicht angezeigt. Scheiße. Der Junge, der deckt da. Das ist ein gutes Team, das sie da haben. Definitiv, weil die Dingensbumsens, die laufen auch ab nach einiger Zeit, werden sie wieder neutral. Und das heißt. Nee. No. Ach ja, ich habe übrigens auch den gleichen Skin wie er. Also, da, das grüne Zeugs da, das ich anhabe. Ich würde irgendwie gerne das Scope wechseln. No, der hat mich gesehen. Ach nee, doch nicht. Ich bin zweit mit 6 Toten und 0 Kills. Oh, ich bin schlecht. Ich bin so richtig schlecht. Aber die Map ist geil. Definitiv. Okay. Jetzt werden wir noch ein bisschen Hardcore-Modus vorgehen. Bams. Wer will was von mir? Okay, da vorne. Ich habe das Gefühl, der kommt da runter, oder? Ey, ich habe wirklich keine Ahnung von der Map und darum habe ich jetzt ein bisschen Angst. Weil ich keine Ahnung habe, von wo das die kommen können. So. Okay, B. Ich denke, B ist eben noch eine gute Idee auch. Wenn da wahrscheinlich immer noch der Sniper am Rumchillen ist. Scheiße, ich wusste es doch. Gleich zwei oder so. Junge, Junge, Junge. Ah, ich möchte hier warten. Es muss doch eine Möglichkeit geben.
Also mit K kann ich anscheinend springen. Nope. Nee, will ich auch nicht. Nope. Wah. Ja, ich bin hier gerade. Ah. Okay. Ich habe gerade gefunden. S. Hehe, lol. Okay, also mit Enter schreibe ich was. Das wusste ich auch noch nicht. Ich bin Noob. Ach, das muss doch eine Möglichkeit geben, das Ding darunter zu klappen. Menno. Ich denke, ich würde wesentlich besser spielen, weil es ist doch ein bisschen zu viel Recoil auf dem Dingens. Als dass ich da noch. Naja, wir sind am Verlieren. Ich will nicht losen. Nope, nope, nope. Das werden wir jetzt umkehren und zwar. Giftgranate. Ich mag die. Ein Hoch auf den Typ hier. Was? Zum. Wie hat er mich gesehen? Das. Ja. Ja. Schneller. Ich will. Immerhin einen Kill, einen einzigen Kill. Das ist sowas von traurig. Das ist einfach nicht mein Standard. Aber wie schon gesagt, das ist jetzt eine Ausrede für mich. Ich habe die Map noch nie gespielt, noch nie in meinem Leben. Und darum werde ich jetzt hier ein bisschen rumnooben. Jawohl. Dafür seht ihr auch ein bisschen von der Map. So wie ich das sehe, ist das so eine Ölplattform. Jawohl, Ölplattform. Kann man. Ich will darauf. Ich will darauf, immer noch. Ich will darauf. Wie kommt man darauf? Das wird doch eine Möglichkeit geben. Und vielleicht können wir snipen. Nope. Also snipen. Ja. Glückstreffer. Auf Glückstreffer hoffen, das ist mein Begriff von Snipern. Kann man da nicht drauf, ernsthaft? Ah. Schon wieder der. Der regt mich auf. Ja, und das, über was soll ich noch reden? Keine Ahnung. Tja, was läuft denn so? Also, in der Weltgeschichte. Medic. Dafuk. Ach, Menno. Ich bin deprimiert. Echt, so richtig deprimiert. Ich will immer noch darauf. Das ist mein Ziel für heute, dort drauf kommen und den Typ hier killen. Das kann doch nicht wahr sein. Was hat der für eine Waffe? Eine Combat Rifle. Ja, die hatte ich auch mal, Junge. Okay, jetzt werden wir halt mal mit der. Ich habe jetzt ein erweitertes Magazin. Magazin. Jawohl, ich kaufe hier Magazine. Jawohl. Ihr habt mich gehört. Ja, wir losen ab. Aber ich will immer. Das. Ja. Auf welchem Level sind die so? Ja, egal. Ich sehe das Level nicht. Level 26. Ja. Aber ich bin wirklich ein Noob. Egal, also, ja. Ich hoffe, ja, es war jetzt eine langweilige Episode. Ich weiß, ich habe wirklich sehr wenig Kills geholt. Einen. Aber immerhin, ich bin. Ja. Ich werde auf jeden Fall noch die Map ein bisschen weiterspielen und sie kennenlernen, damit ich euch ein bisschen richtiges Gameplay zeige. Aber dies ist eigentlich nur ein kurzes Video, um euch so zu zeigen, was denn hier so bei der Map ist und wie das Ding funktioniert. Und da haben wir auch schon verloren. Aber ja, jetzt habe ich euch die ein bisschen gezeigt. Der hat einen coolen Kopf. Egal. Also, ja, und hier kann ich auch ein bisschen GP verdienen.
Ja, ich wollte noch hier zuerst eine Welt schicken. Also, Leute. Cool. Ich spiele nochmal Offshore. Ich will. Wait a second. S. Egal, egal, also. Ja, also man sieht, ich wollte nur schnell sehen, ob das schon geschrieben war. Und also, man sieht sich später. Ciao.